Danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute möchte ich mit Ihnen über Jugendliche sprechen, und zwar über Jugendliche, die nicht nur eine Heimat haben, sondern mehrere. Und mir fällt es zum Beispiel in meinem Freundeskreis immer wieder auf, dass diese Jugendliche in ihrer Heimat, wenn sie dann mal Urlaub machen, Probleme mit Verwandten oder Bekannten dort haben. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Darüber will ich mit Ihnen reden, aber ich würde erstmal Sie kurz darum bitten, sich mal vorzustellen. Ja, ich heiße Kasım Erdoğan und lebe seit 1974 in Deutschland. Ich habe mein Studium in Berlin absolviert. Danach war ich 10 Jahre Hauptschullehrer und 15 Jahre Schulpsychologe beim Bezirksamt Schöneberg in Berlin. Und 2003 kam ich nach Neukölln, zum Bezirksamt Neukölln, in die Erziehung- und Familienberatungsstelle. Seit 3 Jahren bin ich offiziell Rentner, also ich wollte Ruhestand genießen. Aber aus Ruhestand wurde Unruhestand, dass ich dann immer noch 20 Stunden des Tages für wunderbare Menschen, unabhängig davon, welche Religion, welche Sprache, welche Ethnie sie haben, bin ich unterwegs, und das macht nach wie vor Spaß, ja, zu meiner Person. Und Sie bleiben dabei 20 Stunden pro Tag oder pro Woche? Pro Woche wäre wunderbar, aber 20 Stunden wirklich pro Tag, weil ich ja schlaflose Nächte verbringe und auch mittlerweile Schlafstörungen habe, und ich habe gehofft, dass ich dann wunderbare Nachfolgerinnen und Nachfolger finden werde, die bereit sind, das Zepter zu übernehmen. Es ist bisher noch nicht passiert, aber vielleicht nach dieser Sendung, wenn die Leute das sehen, werde ich die animieren und werde ich motivieren, dass sie sich auch bei unserem Verein engagieren. Hiermit ein Aufruf an alle, dann ist das hoffentlich auch erhöht. Der Tagesspiegel hatte mal einen Artikel über Sie geschrieben und Sie als den Kalif von Neukölln bezeichnet. Sie arbeiten sehr viel mit Jugendlichen. Was machen Sie eigentlich mit ihnen? Wenn Sie die Frage so rumstellen würden, was machen Sie mit denen nicht, dann wäre das leicht. Wir machen alles. Wir gehen in die Schulen, wir gehen in die Bildungseinrichtungen, wir arbeiten mit den jungen Menschen, die keine gefestigte Identität haben, die gefühlsmäßig zwischen Bauch und Burka stehen, die ich als ein Viertel Identität Menschen nennen möchte. Das heißt, ein Viertel türkisch, ein Viertel kurdisch, ein Viertel arabisch, ein Viertel deutsch. Mhm. Und was die Menschen, deren Identität nicht gefestigt sind, kann man an dem Beispiel IS sehr deutlich sehen. Wir gucken die jungen Menschen, die akzentfrei Deutsch sprechen, auf der anderen Seite deren Träume aus unterschiedlichen Gründen nicht verwirklicht worden sind, was sie machen können. Und das ist sehr wichtig, dass wir den jungen Menschen mit Realität dafür sorgen, dass sie sich mit Realität, sage ich mal, auseinandersetzen und sich die Fragen stellen, was sind oder was waren meine Großeltern, was sind meine Eltern, was bin ich, wer bin ich, wie stelle ich mir eine Zukunft in diesem wunderbaren Land vor, was könnte aus mir werden, dass wir neben der Schule, neben der Bildungseinrichtung uns intensiver um diese jungen Menschen kümmern, weil wir in einer Gesellschaft, wo Kommunikationslosigkeit und Sprachlosigkeit Oberhand gewonnen hat, leben. Ja, das sind natürlich sehr, sehr wichtige Themen, die Sie ansprechen, aber heute haben wir ein anderes Thema, über das ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, und zwar, ich möchte heute mit Ihnen über Jugendliche sprechen, die, sagen wir mal, weil ich das aus meinem persönlichen Umfeld kenne, Verwandte oder Bekannte in der Türkei haben. Was ich immer wieder so höre ist, ja, wir gehen dahin, aber irgendwie werden wir nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen. Ich habe immer Probleme mit meiner Tante, die erwartet von mir das und das, aber ich bin halt nicht so, ich ticke nicht so, ich diskutiere nicht so und erlebe Probleme. Führt dann, also das alles führt dazu, dass Jugendliche irgendwann keine Lust mehr haben, ihre Verwandten überhaupt mal zu besuchen. Also das ist wahrscheinlich, gilt nicht nur für die Verwandten in der Türkei,
wenn sie hier in Deutschland sind und genauso ticken, ist es wahrscheinlich nur dasselbe Problem. Aber ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, weil ich hatte auch, also ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen und ich kann mich erinnern, als ich dort war und lebte und unsere Referenten aus dem Ausland uns besucht haben, hatte ich immer so den Eindruck, die Kinder ziehen sich zurück und sprechen nicht mit uns und wir konnten auch nicht wirklich mit ihnen sprechen. Also es sind mehrere Barrieren wahrscheinlich. Sie sind ja auch Psychologe und arbeiten seit mehreren Jahren oder haben vielleicht ihr gesamtes Leben mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund gearbeitet. Was sind so die Gründe, warum Jugendliche aus Deutschland in ihren Heimatländern mit ihren Verwandten vielleicht immer wieder Probleme haben? Welche Gründe gibt es dazu? Ja, bei vielen ist die Hauptbarriere Sprachkenntnisse. Wenn sie der türkischen oder kurdischen Sprache nicht mächtig sind, ziehen sie sich zurück. Das habe ich bei meinen eigenen zwei Töchtern gesehen. Ja. Sie haben in Deutschland die türkische Sprache gehasst, die Musik gehasst und sie konnten sich mit der Musik, die wir uns angehört haben, nicht identifizieren und sie haben sogar abgewertet. Und wenn sie in der Kita waren und wir haben uns versucht, auf Türkisch mit ihnen zu unterhalten und sie gaben immer Antwort auf Deutsch. Und als sie in der Türkei waren und mit Verwandten nicht kommunizieren konnten, dann schwiegen sie und die Menschen dort sagten, was ist mit denen bloß los, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass Menschen von Kinder von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mit türkischer Zuwanderungsgeschichte, nicht der türkischen Sprache mächtig sein können. Das ist unvorstellbar für die, weil sie nie in Deutschland gelebt haben und keine Erfahrungen verfügen. Aber nachdem meine beiden Töchter dort gelitten haben, dass sie mit den Verwandten zweiten Grades nicht kommunizieren konnten, und dann sind sie nach Berlin zurückgekommen, haben angefangen, Türkisch zu lernen. Und dann haben sie sich mit der türkischen Musik, also sage ich mal, versöhnt. Heute sprechen sie besser Türkisch als ich und sie hören auch türkische Musik. Warum? Weil wir auf die keinen Druck ausgeübt haben. Das heißt, der gesellschaftliche, familiäre Druck kann auch eine der Ursachen sein, neben der sprachlichen Barriere. Aber konnten Sie das, als Sie das bei Ihren Töchtern beobachtet haben, konnten Sie das nachvollziehen, warum Sie sich so fühlen? Ich meine, Sie arbeiten ja ständig mit Jugendlichen und Ihre Kinder, bei Ihren Kindern konnten Sie das beobachten. Konnten Sie das verstehen? Ich kann das verstehen. Ich kann das auch bei den Erwachsenen verstehen. Schauen Sie mal, wenn wir von den sogenannten Import-Eheschließungen reden. Man heiratet aus demselben Dorf, den Mann oder die Frau, weil man in zwei unterschiedlichen Ländern sozialisiert worden ist. Ja. Eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Religion, gemeinsame Sitten und Bräuche können keine Garantiescheine dafür sein, dass man sich automatisch verstehen muss. Zwei 18-jährige junge Menschen, die unter unterschiedlichen Bedingungen und Voraussetzungen sozialisiert worden sind, können sich unterschiedlich verhalten. Yeah. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, kann man nicht nachvollziehen. Und das heißt, wie kann man das Problem in den Griff bekommen oder die Herausforderung? Indem man kommuniziert, indem man spricht, indem man sich austauscht. Dazu will ich noch kommen, also zu der Frage, wie man damit umgehen soll, werden wir noch kommen. Aber ich finde, neben der Sprache spielen auch wahrscheinlich andere kulturelle Faktoren eine Rolle. Sei es die Erziehung, die Schule, die gemeinsame Kultur. Also ich kann von meiner Erfahrung aus sagen, Kinder werden in der Türkei mit mehr Gehorsam und mit diesem Verständnis aufgezogen als hier in Deutschland zum Beispiel. Erziehungsunterschiede, die Bildungseinrichtungen, die Inhalte. Genau, also was sind so die Unterschiede? Ja, ich meine unterschiedliche Normen und Werte. Das, was in der Türkei unverzichtbar ist, kann hier keine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie die jungen Menschen sitzen in Deutschland. Genau. Niemand sagt, wie sitzt du denn da? Ja.
Und in der Türkei aber wird darauf ganz, ganz, ganz großen Wert gelegt. Und wenn meine Tochter nicht so sitzt wie die Cousine, dann wird das zum Thema gemacht. Mhm. Und wie sitzt sie denn? Ja, zum Beispiel, warum sind deine Beine aufeinander, da sollst du dich schämen. Oder aber, wenn ein Oma oder eine Oma und ein Opa kommt, komm, steh auf und küsse die Hand von dem älteren Mann. Und meine Töchter haben sich immer wieder gefragt, wieso denn? Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gesehen, warum soll ich aus heiterem Himmel seine Hände küssen? Und wir haben auch, ich sag mal, das nicht zum Thema gemacht. Und in der Türkei argumentiert man ständig, aber ständig mit sowas. Mhm. Und hier kann das, oder spielt das einfach mal weniger Rolle. Ja. In den Schulen in der Türkei macht man das auch zum Thema, und wobei das in Deutschland gar keine Rolle spielen kann. Und das sind solche Kleinigkeiten. Ja. Ich muss das ausschalten. Aber für diejenigen, die das mit dem Handküssen nicht verstehen, das ist ein Zeichen des Respekts eigentlich. Das erlernt man im Kleinalter in der Türkei, also nur für diejenigen, die es nicht kennen, wollte ich das kurz erklärt haben. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Bildungseinrichtungen. Wie unterscheiden sich die beiden Systeme? Also wie unterscheiden sich Jugendliche, die in der Türkei eine Schule besuchen? Was lernen die anders als die Jugendlichen, die hier in Deutschland zur Schule gehen? Also es war, als ich noch in der Hauptschule unterrichtet habe, es war gang und gäbe, dass meine Schülerinnen und Schüler das, was ich sage, wenn irgendwas denen nicht gefallen hat, in Frage gestellt haben, und dass niemand böse und sauer war. Ich merke in den Schulen in der Türkei, auch Gymnasiasten widersprechen dem Lehrer nicht, weil dort eine Angstatmosphäre herrschen kann. Und sie denken, wenn ich dann meinem Lehrer widerspreche, dann werde ich schlecht benotet. Und das spielt immer noch eine Rolle, dass die Pädagogik in der Türkei auswendig gelernte Pädagogik ist und das Gehorsam A und O ist. Und deshalb können sie sich nicht frei entwickeln. Wenn die Menschen, die sich nicht frei entwickeln können, deren, ich sag mal, Selbstbewusstsein nicht entwickelt ist, sie können dann die Menschen, die unter anderen freieren Voraussetzungen, Bedingungen aufgewachsen sind, nicht verstehen. Und darüber muss man ins Gespräch kommen. Ja. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich war ja auch in der Türkei, ich bin auch dort zur Schule gegangen, ich bin aber auch hier zur Schule gegangen, erstmal Hauptschule und dann Gymnasium. Aber dieses kritisches Nachfragen gibt es in der Türkei tatsächlich nicht. Also das wird sogar falsch verstanden, als würde man eine Autoritätsperson in Frage stellen, und das nehmen die Lehrer dann auch oder die Lehrkräfte so wahr, als wäre das respektlos ihnen gegenüber. Aber das Schulsystem in der Türkei verlangt auch nicht unbedingt, dass man kritisch nachfragen kann, sondern wie Sie sagten, es ist nur ein auswendiges Lernen, und nur das wird bei der Uni-Aufnahmeprüfung zum Beispiel hinterfragt, und darauf bereiten Sie sich auch vor. Aber das hat wahrscheinlich auch mit Hierarchien innerhalb einer Gesellschaft zu tun. Also wie geht man mit älteren Menschen um, wie geht man mit Menschen, die mehr Erfahrung haben, um. Ich glaube, also während viele hier ihre Tanten, ihre Lehrer vielleicht auch duzen könnten oder ältere Personen duzen können, ist es in der Türkei ja ein bisschen anders. Also was macht diese gesellschaftliche Hierarchie mit den Jugendlichen? Ja, also Sie haben vollkommen recht, dass in der Türkei Funktion, Alter, die Stelle in der Hierarchie kann entscheidend sein, und diese Sachen spielen zum Beispiel in Deutschland bei vielen Familien weniger eine Rolle. In der Türkei, wenn der Vater einmal Nein gesagt hat, da kann man nicht hinterfragen, warum und wieso. Wenn Vater Nein sagt, es bleibt so. Da braucht man nicht mal eine Erklärung abzugeben, warum der Vater Nein gesagt hat. Mhm. In Deutschland ist das auch so bei manchen
Familien mit türkischer, kurdischer Zuwanderungsgeschichte, dass die Mutter dem Sohn sagen kann, wenn Papa einmal Nein gesagt hat. Das ist Nein, aber er kann das in der Schule kompensieren. Das heißt, das lockere, freieres Bildungssystem gibt einen Halt. Und man, die Kinder leben, wie sagt man das, die stehen auch hier zwischen Bauch und Borke. Mhm. Deshalb sagen wir, sie sind morgens deutsch, nachmittags, sage ich mal, religiös und abends, wenn sie die Freiheit haben, sind sie wieder deutsch. Mhm. Aber hier haben sie eine Möglichkeit von Auswahl Gebrauch zu machen. Mhm. In der Türkei ist das alles, sowohl die Bildungseinrichtungen, auch die Gesellschaft, auch die familiären Bedingungen spielen die Bälle in die gleiche Richtung. Und deshalb ist das sehr selten, dass man sich vom Joch, ich sag mal, der autoritären Verhältnisse sich zu befreien. Ja. Wenn wir dann jetzt so ein bisschen lösungsorientiert denken, Sie sind ja auch Psychologe, könnten vielleicht auch für Jugendliche ein paar Empfehlungen geben. Also um es konkret zu machen, wenn zum Beispiel Jugendliche von hier in die Türkei gehen und ihnen immer wieder gesagt wird, ah, Salman, das ist ein Satan, Türkçe bemühen und ihr könnt nicht wirklich Türkisch und ihr könnt kein Deutsch, wir verstehen euch nicht. Was sollten Jugendliche in so einer Situation tun? Wie sollten sie sich verhalten? Also, wenn sie den Mut haben, sie sollen sagen, guck mal, ich kann wenig Türkisch, ich kann ja wenigstens ein bisschen Türkisch, aber du kannst ja gar kein Deutsch. Ich kann auch noch zusätzlich Englisch und Französisch. Du kannst manche Sachen, die ich nicht kann, und ich kann auch sehr viele Sachen, die du nicht kannst, und wir ergänzen uns. Ich habe meine Fähigkeiten und Qualifikationen und du hast deine und wir ergänzen uns als Menschen. Und jeder Mensch ist die größte Bereicherung der Welt. Und lass uns mal nicht über die Unterschiede uns unterhalten, nicht über das, was ich nicht kann, was du nicht kannst, sondern lass uns mal vom Positiven, was wir beide gut können, uns zu unterhalten, nicht immer wieder die trennenden Wände auszustellen, sondern die verbindenden Elemente zum Ausdruck bringen. Das könnte ich empfehlen und da kann man wirklich wieder zusammenfinden. Und es gibt auch Konflikte, weil man unter Geschlechterrollen etwas anderes versteht in der Türkei und hier in Deutschland. Sicherlich gibt es diese Probleme auch in Deutschland, aber wenn man dort vor Ort ist, sagen wir mal, dass die Tochter soll Tee bringen, die Tochter soll das und das machen, während die anderen Jungs, Cousins einfach rumsitzen. Und ich höre auch von anderen, dass sie sich in dieser Rolle eigentlich gar nicht zufrieden fühlen, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie etwas auch dagegen tun möchten, aber sich nicht trauen, das den Jungs dort zu sagen. Wie sollte man also mit ungefähr gleichaltrigen Cousinen und Cousins umgehen, wenn es um diese Geschlechterrollen geht? Die Hauptaufgabe bei solchen Herausforderungen liegen bei den Müttern. Unsere Mütter haben uns zu dem gemacht, was wir geworden sind. Ich merke das auch in Deutschland, dass die Mütter ihre Söhne aus der Küche fernhalten, wenn der Sohn in die Küche kommt und dann beim Pizza-Vorbereitung dann sich einmischen will und die Mutter schickt ihn weg und sagt, was hast du hier zu suchen? Deine Schwester ist hier. Das heißt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sowohl hier als auch in der Türkei, dass wir rechtzeitig unsere Söhne mit einbeziehen, denn wenn ein Sohn, bis er 19 Jahre alt wurde, die Küche nicht betreten durfte, einen Studienplatz in Köln an der Uni hat und nicht mal ein Ei kochen kann, nicht mal Spaghetti, ja. Und dann aber wacht er auf und er sagt, Mama, du hast mir das angetan, indem du mich von der Küche ferngehalten hast und jetzt kann ich nichts. Ich meine, das sagt er wahrscheinlich, wenn er reflektiert ist, aber wenn er nicht reflektiert ist, wird er wahrscheinlich eine Frau suchen, die das für ihn macht, kommt ja auch vor. Deshalb wird er dann ganz schnell heiraten mit 21 und 22 und dann wird dann eine tolle Frau finden, die vor dem Herd steht und dann die Wünsche
der sogenannten Paschas erfüllen. Ja. Natürlich, das wäre auch eine Möglichkeit, aber da müssen wir wirklich mehr, viel mehr als bisher miteinander reden, ins Gespräch kommen. Es nützt ja nicht, wenn Schwester und Bruder sich auseinandersetzen, dass die Eltern müssen dafür sensibilisiert werden und auf diese Entwicklung vorbereitet werden. Mhm. Es ist ein langer Marsch, der Weg dahin ist dornig und steinig, weil ich weiß, dass viele der türkischen Mütter und oder Frauen mit türkischer Zuwanderungsgeschichte das, was ich jetzt sage, nicht toll finden werden. Und sie werden sagen, nein, warum sollen die Söhne das und jenes machen? Sie haben auch Angst, manche davor, dass sie ihre Rolle als Frauen, als Mädchen verlieren können. Mhm. Und da müssen wir Männer oder auch Brüder, ja, Jungen, diesen Menschen Mut machen, dass wir dann sagen, gemeinsam sind wir noch stärker und wenn wir gemeinsam in einem Team arbeiten, dann macht das Ganze viel mehr Spaß und geht auch schneller. Ja. Ich meine, das ist auch für die natürlich, um sich selber zu entwickeln, selber auf den eigenen Beinen zu stehen, das ist natürlich für die auch wichtig, so viel wie möglich zu lernen, aber manche machen sich das ein bisschen einfacher. Ein weiterer Punkt ist, politische Unterschiede, politische Ansichten. Also das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, wo es in der Türkei politisch sehr heikel wurde. Und es gibt Menschen, die mit ihren Verwandten oder Jugendliche, die mit ihren Verwandten in der Türkei nicht derselben Meinung sind. Aber sie gehen vielleicht oder fliegen im Sommer dahin und müssen damit konfrontiert werden mit politischen Unterschieden, politischen Diskussionen. Wie sollte man in solchen Situationen umgehen? Weil ihnen dann immer wieder gesagt wird, ihr lebt ja gar nicht hier, deswegen könnt ihr gar nicht mitbestimmen. Gelassen, geduldig und ruhig soll man damit umgehen, aber das ist auch, weil wir diese Erfahrungen noch nicht, sage ich mal, so gemacht haben, wie es hätte sein sollen. Durchbrennen die Sicherungen ganz, ganz schnell, dass man dann schnell abgestempelt wird. Wenn man dann das System in Deutschland verteidigt und dann sagt, wir können politisch unterschiedlich denken, aber wir sind doch Menschen. Wir sollen uns nicht verletzen. Wir sollen, ich muss nicht gleicher Meinung sein. Wir sollen Verständnis füreinander haben. Aber das ist in der Türkei, ist das nicht der Fall, weil viele Familien immer noch an dem festhalten, was vor 80 Jahren war. Wenn eine Familie mir sagt, meine Großeltern, meine Eltern haben immer CHP gewählt und deshalb, wie kannst du denn so eine Meinung vertreten? Das heißt, wir haben nicht mal zur Kenntnis genommen, dass Verwandtschaft nicht automatisch bedeutet, dass man der gleichen Partei die Stimme geben soll. Und wir sollen sehr sachlich und ruhig bleiben, einfach mal nicht schnell auf die Barrikaden gehen und aggressiver werden. Und wir sollen auch wirklich akzeptieren, dass in der gleichen Familie Atheisten geben kann, Gläubige geben kann, Kopftuchträgerinnen geben kann, aber kopftuchfreie Menschen auch geben kann, die unterschiedlich ticken und denken. Das ist in Deutschland, ich sag mal, ausgebreiteter als in der Türkei. Und das hat wirklich mit den Vorgaben der Politik einfach mal zu tun. Und gucken Sie doch mal, wie die Politik in der Türkei, was für eine Sprache sie spricht und wie die Menschen tituliert werden, abgestempelt werden, stigmatisiert werden. All das hat doch Auswirkungen auf die Individuen. Und daran sollte man auch mal, ich sag mal, mit der Politik zusammen wirklich basteln. Und ja, Sie haben vollkommen recht, weil Sie eben sagten, wenn man die Türkei kritisiert oder wenn man denen sagt, ja, aber in Deutschland ist es anders. Es ist natürlich nicht so, dass in Deutschland auch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hier gibt es auch sehr viel zu kritisieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es mittlerweile in der Türkei, dass die Gesellschaft so gespalten ist,
und dass die Fronten so hart sind mittlerweile, dass man gar nicht den Bedarf hat oder das Bedürfnis oder überhaupt die Geduld, miteinander zu sprechen. Und deswegen kommen solche Situationen zustande, wie Sie eben sagten, wir wählen seit Jahrhunderten schon diese Partei und natürlich kann die nicht in Frage gestellt werden. Aber ich glaube, Kinder und Jugendliche hier in Deutschland lernen schon, mit einer politischen Meinungsvielfalt besser umzugehen und das auch zu akzeptieren und auch Kritik einstecken zu können, als das in der Türkei vielleicht so gang und gäbe ist. Aber selbstverständlich, man muss sich doch die Lehrpläne des deutschen Schulsystems mit denen in der Türkei vergleichen. Mhm. In der Türkei im 800-seitigen Geschichtsbuch steht nur, welche Kriege wir gewinnen konnten und wie wir fast die ganze Welt erobert haben und so weiter. In Deutschland ist das nicht so und deshalb, ich sag mal, unterschiedliche Systeme, Voraussetzungen sollen miteinander abgestimmt werden und deshalb denken die jungen Menschen hier, es gibt auch politische Kunde in Deutschland, wo die lernen und zwar neutral. Es ist doch klar, dass nicht alles, was hier ist, schön ist, aber wenn ich dann zum Beispiel in die Türkei fliege und mit meinen Verwandten über Armenien-Resolution, was in Deutschland beschlossen wurde, im Parlament rede, und dann sage, das ist eine Entscheidung, die 100 Jahre zu spät gekommen ist. Mhm. Und dann bezeichnen mich meine eigenen Brüder auch als Verräter des Vaterlandes. Mhm. Wie kannst du sowas dann sagen? Warum? Weil sie so einseitig beeinflusst worden sind. Mhm. Wenn wir aber voraussetzen, dass jeder Krieg dafür sorgt, dass Menschen ihr Leben verlieren können, dass auch während des Ersten Weltkrieges Menschen, Kurden, Türken, Armenier Unrecht getan wurde. Dass bei jedem Krieg das kommt, aber deshalb ist das unsere gemeinsame Aufgabe, Krieg zu verhindern. Wenn man das nicht inhaltlich bringt, wie sollen die jungen Menschen sich von falschen und ich sag mal auch nicht zeitgemäßen Gedanken sich entfernen? Und hier findet das einigermaßen statt, sodass man die Gedenkstätten besucht und dass man Nationalsozialismus unter die Lupe nimmt und dass immer noch nach 70 Jahren teilweise meine deutschen Landsfrauen und Männer sich dafür schämen müssen, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben. Aber wie ist das bei uns in der Türkei? Überhaupt keine Schamgefühle mehr. All das, was wir angefasst haben, war richtig und wir haben über die ganze Welt, über vier Kontinente geherrscht, ist immer noch Inhalt des Unterrichtes. Das stimmt, weil auch mit den Griechen oder Christen, die in der Türkei damals gelebt haben, hat man im Geschichtsunterricht gelernt, Gerulione, den Saaptik. Also so viel wie, wir haben die ungläubigen Griechen ins Meer geschmissen. Das habe ich so damals auch auswendig gelernt und ich habe das zum ersten Mal hinterfragt, als ich Griechen in Deutschland kennengelernt habe und sie mir eine ganz andere Version von der Geschichte erzählt haben. Sie haben mir erzählt, dass genau dieser Krieg damals, dass die Griechen halt zurück nach Griechenland damals in das Territorium geschickt wurden, dass die Menschen mit kleinen Booten versucht haben, diese griechischen Inseln zu erreichen und dabei ums Leben gekommen sind, weil die Boote zu klein waren oder einfach über Bord gegangen sind Menschen. Also nur wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Perspektiven einer Geschichte zu hören, kann man das auch gut beurteilen und für sich eine Meinung haben. Aber in der Türkei, haben Sie recht, ist die Geschichte oder der Geschichtsunterricht an sich eigentlich und auch die politische Aufarbeitung dessen anders als hier in Deutschland. Und das mit der Armenien-Resolution ist es natürlich auch so, dass die Bundesregierung das noch nicht so zur Sprache gebracht hat. Also es wurde zwar akzeptiert, aber die Bundesregierung hat ja das noch nicht so als solches ausgesprochen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich habe nur einen letzten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Und zwar erleben viele deutsch-türkische Jugendliche oder deutsch-kurdische Jugendliche oder auch deutsch-arabische, wenn sie mit ihren Cousinen und Cousins verglichen werden. Weil wir die ganze Zeit jetzt von der Türkei sprechen,
wollte ich jetzt noch mal dieses Beispiel geben. In der Türkei gibt es auch im Schulsystem ein ganz striktes Belohnungssystem. Also wenn man gute Noten hat, dann bekommt man ein Teşekkürbelgesi oder sehr gute Noten hat, ein Takdirbelgesi. In Deutschland ist das ja nicht so. Und ich höre das immer wieder, ja, dein Cousin und deine Cousine hat das und das gemacht und ist jetzt in der und der Schule, aber wie ist es dann bei dir? Und sie haben immer das Gefühl, also die deutsch-türkischen Jugendlichen haben immer das Gefühl, dass sie auch mit ihren Cousinen und Cousins in einem anderen System ständig verglichen werden. Was macht das mit diesen Jugendlichen eigentlich hier in Deutschland? Die werden in einem Weg der Verunsicherung geführt. Und dass das Selbstwertgefühle immer weniger werden. Man darf nicht nur die jungen Menschen nicht miteinander vergleichen, auch die Erwachsenen nicht miteinander vergleichen. Aber das tun wir ja doch. Wenn eine junge Mutter sich hat scheiden lassen und wenn der Sohn seinem Vater ein bisschen ähnelt, dann sagt die Mutter, du bist genau wie dein unmöglicher Vater. Mhm. Das soll man unterlassen. Das ist wahrscheinlich kulturübergreifend. Ja, genau. Und deshalb muss man das auch mit den Eltern, weil die Kinder darunter regelrecht wirklich leiden. Und aber in der Türkei spielen doch die Noten die alle größte Rolle. Wenn du schlechte Noten hast, dann wirst du im Schulsystem ausgesehen. Aber in Deutschland ist noch das System durchlässiger, dass auch jemand, ja zum Beispiel aus meiner Familie mit Hauptschulabschluss, kann auch Medizin studieren. Mein Cousin ist Arzt geworden. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Er hat ja mit 3,8 Abitur gemacht. Durch zweiten Bildungsweg. Ja. Heute praktiziert er in Berlin, hat seine eigene Praxis. Und solche Beispiele gibt es in der Türkei ganz, ganz wenig. Und dieser Zustand sorgt doch dafür, dass man mehr Druck auf Kinder und junge Menschen, sage ich mal, ausübt, die aber letztendlich zu keinem Erfolg führen können. Und ich kann in manchen Fächern schlecht sein, aber dafür in vielen Fächern habe ich meine Stärken. Da muss man die Menschen mit den Stärken in Vordergrund bringen, aber nicht sagen, deine Cousine hat in Mathe 1, das passiert auch in Berlin, aber warum hast du eine 3? Du bist ein Dummkopf. Und das sagen die Eltern. Man darf das nicht. Man muss vom Positiven ausgehen, zu den Ergebnissen kommen. Ich habe sehr oft Eltern kennengelernt, wo die Kinder wunderbare Zeugnisse haben. Ja, eine einzige 5, aber die restlichen 1, 2, 3. Statt damit anzufangen, Deutsch 1 wunderbar, Mathe 3 wunderschön, Erdkunde 2, Sport 2, Musik 2, der Vater fokussierte sich auf 5 in Physik und er hat dann gesagt, gucken Sie mal, Herr Erdogan, dieser Eselsohn hat eine 5 in Mathe und die anderen Zensuren spielten gar keine Rolle. Dann habe ich ja ihm gesagt, Herr so und so, gehen Sie vom Positiven aus, das was gut läuft, in Vordergrund stellen und dann mit dem 5 ihm Mut machen. Mein Sohn, komm, lass dich umarmen. Du wirst diese 5 in Physik auch wettmachen. Ich vertraue dir, du wirst das schaffen. Ist eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit wäre, dass man die Jugendlichen, junge Menschen abwertet, stigmatisiert, immer wieder mit den außenstehenden anderen Menschen vergleicht, obwohl die Voraussetzungen und die Entwicklung der Persönlichkeiten unterschiedlich sind. Und das sollten wir lassen. Also wir stellen fest, aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen, Umfelde, Erziehung, Bildung in der Schule, Familienverhältnisse,
führt das immer wieder zu Konflikten zwischen den Jugendlichen, die in der Türkei aufgewachsen sind, und hier die Jugendlichen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind. Sie treffen sich ja im Sommer, spätestens im Sommer irgendwann treffen die sich ja. Und diese Probleme scheinen, so wie ich sie jetzt verstehe, an beiden Seiten zu liegen. Also das liegt sowohl an den Erfahrungen und Kenntnissen, Fähigkeiten der Jugendlichen, aber auch zum größten Teil auch der Eltern, und deren Umgang mit diesen Situationen ist auch sehr ausschlaggebend. Also wenn ein Junge oder ein Mädchen aus Deutschland in Istanbul das Gefühl hat, sie kann nicht so wirklich oder er kann nicht so gut Türkisch sprechen, und die Eltern das vielleicht auch gar nicht so aufgreifen, führt es vielleicht dazu, dass sie sich noch mehr eingeschüchtert fühlen. Deswegen wollte ich Sie jetzt fragen, was sind Ihre Empfehlungen für die Eltern, die hier in Deutschland ihre Kinder erziehen, aber in der Türkei immer wieder so in Konfliktsituationen geraten mit den Verwandten zum Beispiel? Meine Empfehlung wäre, dass die Eltern, bevor die Kinder mit solchen Schwierigkeiten oder Herausforderungen konfrontiert werden, dass sie dann sagen, mein Sohn, meine Tochter, ihr seid in Deutschland geboren, ihr seid in diesem Land auf die Welt gekommen, die Bedingungen hier sind nicht wie in der Türkei, ihr müsst nicht die perfektesten Türken oder Kurden sein, ihr habt eure Persönlichkeit, eure Fähigkeiten, und wenn ihr in der Türkei angesprochen werdet, warum ihr nicht türkische Bräuche, Sitten kennt und warum ihr der türkischen Sprache nicht ganz mächtig seid, dann ist das normal, dass das kommt, aber ihr könnt ja sagen, guck mal, wenn du auch nach Deutschland kommen würdest, würdest du auch nicht die deutsche Sprache können und würdest du auch nicht den Anschluss nicht so schnell finden. Wir sollen füreinander Verständnis haben, dass wir dann sagen, die Menschen sind unterschiedlich und die Unterschiedlichkeit, unterschiedlich sein, ist der größte Reichtum, den wir haben. Und wenn man darüber kommuniziert, den Kindern, den jungen Menschen Mut macht, wird man nicht alle Probleme lösen, aber das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Jede kleine Veränderung beginnt doch mit einem ersten Schritt. Und das würde ich uns allen wirklich empfehlen, dass wir am Ball bleiben und kommunizieren und das auch ernst nehmen. Die Eltern nehmen diese Problematik, wovon sie jetzt sprechen, nicht ernst. Sie sagen, ach, mach dir keine Sorgen, das ist eine Kleinigkeit. Aber wenn die Menschen verletzen, soll man das nicht als Kleinigkeit dann antun. Man soll das ernst nehmen und auch wirklich auf gleiche Augenhöhe in einer verständlichen Sprache zur Sprache bringen. Ich meine, im Endeffekt bestimmt das auch teilweise, also solche Erfahrungen, solche Konfliktsituationen in der Türkei bestimmen auch die Identität dieser Jugendlichen, die hier in Deutschland dann leben. Und dann haben manche vielleicht das Gefühl, dass sie sich weder in der Türkei noch hier in Deutschland akzeptiert fühlen. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt etwas Aufschlussreiches für sich zumindest jetzt mitnehmen konnte. Und ja, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen weiterhin in Zukunft. Sie machen ganz, ganz tolle Sachen und weiter so. Alles klar, danke schön. Danke auch. Evet, bu kadardı. Sağ olun Kazım. Rica ederim. Sorun yok. Her zaman katkıda bulunmak isterim sizin yaptığınız değerli çalışmalara. Valla dediğim gibi işte yani